Domnul Weidenholzer, un minut și 30 de secunde. Danke, Herr Präsident. Seit hier Jean-Claude Juncker am 9. September seine denkwürdige State of the Union-Rede gehalten hat, wissen wir, was zu tun ist. In den darauffolgenden Plenarwochen haben uns wir immer wieder damit beschäftigt. Die Probleme sind größer geworden. Mittlerweile gefährden sie die gesamte Union, weil sich substanziell nichts ändert, weil ideologische Nebelschwaden uns orientierungslos machen und weil die Mitgliedstaaten sich im schwarzen Peterspiel üben und ein unionsweites Blame Game in Gange ist. Es ist genug, es muss sich etwas ändern und ich hoffe auf den sprichwörtlichen Pragmatismus der Niederländer, auf Sie in der niederländischen Präsidentschaft, diese Blockade zu überwinden. Wir brauchen endlich ausreichende Mittel für die Herkunftsländer. Wir müssen endlich unser Verhältnis zur Türkei auf eine nachbarschaftliche Grundlage stellen. Wir müssen endlich ein funktionierendes europäisches Grenzmanagement garantieren. Und wir brauchen eine solidarische Verteilung innerhalb der Union. Das funktioniert aber nur dann, wenn wir diese immer wieder versprochenen Hotspots endlich einrichten, Herr Kommissar. Und ich meine, wir müssen endlich die Leute, die einreisen, auch wirklich registrieren. Dann passiert das nicht, was jetzt wieder mit diesen 10.000 jugendlichen Menschen passiert ist, was Europol dieser Tage aufgedeckt hat, dass sie einfach verschwunden sind. Wir brauchen Normalität, wir brauchen mehr Realpolitik und diese muss menschenrechtskonform und effizient sein.